too many of them. They were too strong. Their hair too red. Maybe you can take the silver key and find the gold key. You can succeed where I have failed. Free Mackie's prisoners. Perfekt. Sie waren zu rothaarig. I sure hope the gold key is in there, or else the quest for the silver key has been all for nothing. Nein, geht schon. Be careful, douchebag. This is Mackie's lair. One wrong step and we could end up in detention. Ah, ne, The gold key. No human has ever laid hands on it before. Let's hope it holds the power to unlock the cafeteria door. Alles klar. Aber wir wollen das gerade noch durchspielen mit, Candy. So, Prinzessin Candy wird uns unterstützen. Im Kampf gegen den Boss. That's far enough, Intruder. Where's your hall pass? Oh, hallway monitor. Boss. No hall pass? Then it's time to write you a referral. Oh yeah, that's the boss. Good luck fighting the boss, okay? You still think this is a game, young man? Und der Boss kommt nicht alleine. Deadly Forth is authorized. Oh mein Gott. Du hast Prinzessin Candy angegriffen. Das war die letzte schändliche Tat, die du getan hast. I didn't work my way up through the bus patrol to answer to you, Kerr. So, du hast einen Ball. Ich geb dir auch mal einen Ball. Und zwar mach ich den hier. Bam. Deine Männer sind ziemlich hart am Arsch, ne? Und sehr noch angesetzt. So, und jetzt. Fähigkeiten. They're gonna eat you alive in detention. So. Schütteln, schütteln, schütteln. Schütteln. Ja. Perfekt. Seine Männer sind weg. Was machst du jetzt? Oh, sich konzentrieren. Ah, du will, ah, der will einen fairen Angriff beschwören, okay. So. Versuch doch jetzt mal einen gefährlichen, Angriff einzuleiten, so. In deine Scheißfresse! Bam! Jawoll. Scheiß auf deine Schärpe. Level 4 und Schlüssel der Gangaufsicht. Und eine Keule der Heilung. Und noch alle befreien. Oh man. Perfekt. Thanks for busting me out, kid. Who are you? Douchebag. What's your name? Sir Douchebag. Oh well, I'm heading to Koopa Keep. See you there, I guess. Perfekt. Ah, die Keulenladung ist sogar schwächer. Das ist ein bisschen schade. Da lohnt es sich nicht. Aber Rakete der Verlangsamung, die ist stärker. So, jetzt kämpfen wir mal gegen die Ratten. Aha, guck mal da.
haben wir doch direkt hier ein Kind gefunden noch. I couldn't decide where to hide. Tja, jetzt habe ich dich gefunden. Ah ja, und jetzt können wir... Ach, den müssen wir gar nicht. Können wir direkt so. Ich glaube, müssen wir erstmal aufmachen. Ah, nee. Oh, wait for me. Perfekt. So, was ist davon? Wir werden niemals weggehen. Perfekt. Candy findet's lustig. Princess Candy findet's lustig, natürlich. Tja, ist noch vom letzten Mal, glaube ich. So. Die, asshole. Na, lass mich in Ruhe. So, jetzt können wir gegen die Ratten kämpfen. Und wahrscheinlich schon vorher auch, aber so ist es besser. Boah, fast down. Mach Kenny mal mit dem mal. Ja, auf den. Und drei waren. Boom, alle Knockout. Perfekt. Nächste Ratte tot. Moment, da Tempotrank. Gönn dir. So, boah. Ihhh. Oh, hab ich nicht aufgepasst. So, Heiltrank. Okay, war der Heiltrank unnötig, glaube ich. Aber man weiß ja nie, ne? Was heißt die nochmal? Ich vergesse so schnell. Okay, ja. Wie leuchtet die trotzdem? Wo ich die nicht looten kann. Perfekt. Damn if you ain't a noble knight after all. All right, kid, here you go. Jawohl. Oh,
Und Dartpfeile einfach mal so bekommen, jetzt Waffe einsetzen. Oh, okay. Eigentlich besser, weil man dreimal angreifen kann. Ja, 3x 35 Schaden. Sind da wirklich mehr, dann nehmen wir die, glaube ich. Es war ein kurzes Vergnügen mit der Rakete, das war verdammt lang. Perfekt. Also, und jetzt können wir. Ja, jetzt können wir auch endlich zu den Ratten hin. Okay, und. Wow. Jetzt können wir auch durch den Wald irren, was aber gar nichts bringt. Noch schon, was aber hier können wir uns leicht verirren. Man weiß halt nie, wo man rauskommt. Gehen wir mal hier hin. Gott, wo kommen wir jetzt hier hin? Oh ja, wir gehen mal diesen Weg. Oh mein Gott. Oh! Ups, wir wurden angegriffen. Ach du Scheiße. Candy? Nein. Ich hab doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Oh Gott, sie sind stark. Oh mein Gott, das sind so viele. Jetzt brauchen wir. Jesus als Hilfe. Bring Gerechtigkeit zu in Jesus. Lock and load. Yeah. Jesus hat uns gerettet. Da jetzt die Ratten weg sind, können sich die Kakerlaken ungenannt vermehren. Schätze, wir hätten es nicht mit unserer Natur anlegen sollen. Ja, ist vielleicht ein bisschen blöd, ne? Ah, kommen wir zur Kuhfarm. Perfekt. Mein Gott. Jetzt tun wir die fürchterliche Kuh beschwören. Oh mein Gott. Was für ein epischer Kampf. Ach du Scheiße. Da komme ich rein. Ah, oh, da ist noch eins der Kinder. Holen wir uns gleich. Ah ja, für Schweinewerbern ein Sensor. Ah, you found me. Ja, ich hab's gefunden. Oh, neue Nachricht von Craig. Wo? Wieso ist gleich an? Können wir auch noch rein, grad? Oh! Oh, nice. Lager von Obdachlosen. Der mit seinen Ratten. Erstmal ziehe ich den Hauptmann ab. Dass sie die Rattenmuse sind. Woran sie sind. Okay, Princess Kenny. Schalte die Ratten aus. Perfekt, die erste Ratte ausgeschaltet. Und finish him. Okay. Machen wir es gleich. Und. Onward! Und wieder ein Obdachlosencamp umgesiedelt. Tue der Stadt wieder was Gutes. Ah ja,
Craig ist jetzt Single. Ach, tut mir leid, das zu hören, Kumpel. Die bearbeiten allein. Sie hat mich zurückgehalten. Alles klar. Ah ja. What, sag mal. You want me to fight with you? Okay, this paladin is ready to kick some ass. What, you? You want me to fight with you? Okay, this paladin is ready to kick some ass. Welcome to our base. All are welcome here, even those with chronic medical conditions. Okay, können wir gerade nicht kaufen. So, gehen wir mal zu Kaplan. Thanks to the new kid, our entire army is assembled. Yeah. It's my belief that the new kid deserves to rank up in level. To honor his efforts, he will no longer be called douchebag. New kid, I hereby dub thee Sir Douchebag. Congratulations. Sir Douchebag. But now it is time for us to take back that which is rightfully ours. A carrier raven has come with news that the Stick of Truth has not yet been taken to the Elven Forest. It is in the possession of the Bard. Oh my god. Oh god, not the Bard! The Bard is a level 10 drow elf who can use magic to enchant and destroy his enemies. Are you ready to continue your training? Then make haste to the training grounds. Ich bitte darum. I'm going to teach you how to use a ranged magic attack. It's not easy, but being able to cup a spell from a distance can save you in battle. Allow me to demonstrate. Yeah! Perfect. Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cup the magic, throw it at your opponent. Und bam! Yes, yes! Voll. But now let us see how you fare against a real opponent. Hey, Malgazin! Malgazin, could you come help us with something? Don't touch it, it's gonna be cute. Yes? Oh, hey, Scott, could you spar with Douchebag real quick? He's gonna try a new move. On guard! Now, Douchebag, cup a spell! Dude, that was sweet! You threw that shit right in Scott's face! Alright, Scott, go back to your post. Thank you. Use it wisely in battle, Douchebag. And never on a man's boss. Alles klar. If the carrier ravens are correct, the Bard is hiding out at the Inn of the Giggling Donkey. We must find him before he's able to take the stick back to the Elven Forest. Let us find the Bard and bring him to justice! Make haste to the Giggling Donkey! Yay. Douchebag, you better stock up on some power-ups and potions. The Inn of the Giggling Donkey is a dangerous place. Boah, die KKK-Rüstung. Yeah. There it is. The Inn of the Giggling Donkey. Paladin, are you sure the Bard is hiding out in there? That's what Twitter says. Carrier Raven, Butters! Sorry, that's what the Carrier Raven says. Craig and Token, guard the back door. Butters, Kenny, Sir Douchebag, let's go inside. Was werden unsere Helden im kichernden Esel vorfinden? Werden sie den Baden dort besiegen? Und werden sie es schaffen, den Stab der Weiten wieder an sich zu reißen? Das und vieles mehr seht ihr vielleicht in der nächsten Folge von South Park The Stick of Truth. Falls euch diese Folge gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder liked das Video. Lasst es bleiben, falls nicht, oder schreibt vernünftige Kritik. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut!